So, wir sind unmittelbar nach Spielende hier in der Sporthalle an der Reifherbahn. Wir gucken alle nochmal schnell auf das oder auf die Anzeigetafel. Endstand 27-27, Grün-Weiß gegen den Tabellenvierten VfL Bad Schwartau. Wir haben Wendy Künzel hier bei uns Spielerin bei Grün-Weiß, den Trainer Andreas Bartlau und den Gästetrainer Jörg Engelhardt. Und er soll auch mal aus seiner Sicht vielleicht ein Statement kurz nach dem Spiel abgeben. Vom Tabellenplatz her wart ihr ja favorisiert, Schwerin 10. Wenn man auf die Tabelle guckt, ihr habt 20-10 Punkte, Schwerin genau umgekehrt, 10-20. Aber es war heute nicht zu erkennen oder vielleicht mal jetzt das Statement. Ja, nicht zu erkennen, das interessiert mich jetzt erstmal nicht. Erstmal Glückwunsch zum Punktgewinn auch an Schwerin. Also ich denke, es ist ein gerechtes Unentschieden. Also ich kann zumindest von meiner Seite her damit sehr gut leben. Wir haben es verpasst halt in der zweiten Halbzeit, haben wir mit 3 oder 4 Toren, glaube ich, nach einer Viertelstunde vor Schluss oder nach gespielten 20 Minuten geführt. Da haben wir es verpasst, das Spiel zu entscheiden, und Hochachtung vor Schwerin, spielerisch sehr gut weiterentwickelt, haben sehr guten Ball laufen lassen. Wir haben natürlich auch nicht zu unserer hundertprozentigen Form gefunden, haben Probleme einfach gehabt mit der Rechtsaußen von Schwerin und mit der Rückraumlinken und teilweise halt auch den Kreis. Sie merken also, es sind schon mehrere Bausteine einfach. Aber wie gesagt, ich kann damit sehr gut leben, und das haben sich die Mädels den Punkt redlich erkämpft, und das geht für mich völlig in Ordnung. Okay, bedanke ich mich erstmal ganz kurz hier bei Jörg. Ich will das Mikrofon mal gleich weitergeben hier an Wendy. Ihr hattet ja schon in der ersten Halbzeit 4-1 geführt. Da kam ja schon das leichte Lachen hier in der Halle auf, ob man da vielleicht heute deutlich durchziehen kann. Aber dann war es auch nachher schon wieder unentschieden. Dann lag ihr nachher selber wieder zurück. Dann auch Halbzeitstand unentschieden aus deiner Sicht. Wie siehst du das? Ja, ich finde, also wir haben erstmal unerwartet die Führung, und ich denke, das Ergebnis ist auch für uns in Ordnung. Ein Punktgewinn auf jeden Fall, auch wichtig für den Tabellenstand. Und dass wir hier jetzt 2 Punkte holen, wäre, glaube ich, für jeden unerwartet gewesen. Okay, Andreas Bartlau, nach dem Spiel waren ja beide Bänke nochmal hochgesprungen. Ich will es mal vorsichtig formulieren, das betrifft sicherlich auch die Schiedsrichter. Hatten die heute kein glückliches Händchen? Die haben ja hier für viel schwierige Situation auf beiden Seiten, sage ich mal, gesorgt. Wir konnten das ja hier hinter uns, die Trainerbänke, beide beobachten. Also es ist erstmal nicht so mein Credo, dass ich jetzt die Schiedsrichter da doll kritisiere. Die machen genauso Fehler wie wir auch. Und sie haben mit Sicherheit auch Fehler gemacht auf beiden Seiten heute. Und aber letztendlich nehmen sie die Entscheidung nicht zurück. Und wir müssen mit dieser Spielsituation fertig werden, Schwartau wie wir auch. Und erstmal freuen wir uns natürlich über den Punkt. Was der am Ende der Saison wert sein wird, das werden wir natürlich analysieren für uns. Aber erstmal haben wir zu Hause wieder nicht verloren, und das macht Mut für die nächsten Heimspiele. Also, wenn ich das richtig verstehe, können erstmal beide Trainer damit leben. Es war ja auch Nordderby, unentschieden, es gab keinen Verlierer. Wie geht es jetzt bei euch weiter beim VfL Bad Schwartau? Wie sind eigentlich die Saisonziele? Saisonziele in dem Sinne gibt es bei uns nicht. Also irgendwie. Wir haben ein sehr großes Verletzungspech, und wir konnten nie, sage ich jetzt mal, in unserer Wunschformation oder auftreten. Und vor allem, es ist einfach so gewesen, dass der ganze Kader, sage ich jetzt mal, wir waren am Anfang 16, ich hatte einen Traumkader, der hat sich dann mittlerweile reduziert auf 11, 10 und so weiter. Und die Mädels gehen gut damit um. Wir machen das Beste aus der Situation. Ich denke, wenn wir voll gewesen wären, würden wir bestimmt dort stehen, wo Buxtehude jetzt steht. Aber das ist nun mal nicht so. Und von daher hatten wir uns auch vorgenommen, halt einfach unsere Heimspiele alle zu gewinnen, kein Spiel zu verlieren. Das haben wir leider nicht geschafft bisher, da wir gegen Alt-Landsberg unglücklich mit einem Tor verloren haben. Und von daher geht es da einfach weiter. Wir wollen uns auswärts weiter stabilisieren und unsere Heimspiele gewinnen. Ne? Und dann schauen wir mal, was wir nächste Saison auf die Beine bringen können. Also, danke schön, Jörg. Schlusswort vielleicht unsere
Dame, unsere unsere Handballdame, Wendy Künzel, nicht, also die Serie hält hier jetzt noch in der Halle hier, genannt die Hölle. Unentschieden, sagt der Trainer, kann er mit leben. Wie geht's bei euch in der Mannschaft weiter? Jetzt nochmal besprechen oder jetzt loslassen und dann auf die nächsten neuen Aufgaben konzentrieren? Und wie geht's weiter? Die Frage stelle ich dann nochmal an den Trainer. Euer nächster Gegner und das nächste Heimspiel, wenn du es aus dem Kopf weißt. Naja, also ich denke mal, dass wir und die Fehler, die wir hier gemacht haben, daran müssen wir auf jeden Fall arbeiten. Und sonst möglichst viele Punkte sammeln, sodass wir nachher Ende möglichst auf dem 9. Platz stehen werden. Ja, also für uns geht es nächstes Wochenende nach Brettstedt. Wird ein ganz, ganz schwieriges Spiel. Haben wir hier auch gesehen, als die Brettstedter zu Gast waren, war ein ganz knappes Ergebnis. Und zu Hause haben sie ja auch schon gezeigt, dass sie den anderen einen oder anderen da schlagen wollen und auch geschlagen haben. Wird eine lange Reise für uns und wir hoffen, dass uns die Seeluft dort nicht ganz so müde macht und wollen natürlich dort auch was entführen. Beim nächsten Heimspiel, das ist dann gegen den gegen Spandau. Genau, und war ein recht deutliches Ergebnis, als wir in Spandau waren. Wie allgemein bekannt ist dort der Wachsverbot und jetzt müssen sie sich dann hier im Norden auch mal an den Wachs gewöhnen. Mal sehen, wie es dann ausgeht. So, soll es dann auch gewesen sein. Wir sagen Dankeschön auch an die Zuschauer. Wir wünschen unseren Gästen vom VfL Bad Schwartau eine angenehme Heimfahrt. Kommt gut nach Hause. Man sieht sich ja sicherlich dann nochmal beim ein oder anderen Spiel oder mal bei einem Turnier, wie auch immer. Wir sagen Dankeschön. Bis zum nächsten Mal hier aus der Sporthalle an der Reifenbahn, genannt die Hölle.